Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und das hier wird vermutlich der letzte Part aus dieser Generation sein. Denn wir feiern heute sehr viele Geburtstage. Hier sehen wir schon unsere süße Faith. Die wird nämlich zur alten Frau. Der Marley wird heute auch zum alten Mann. Und die Kiddies haben direkt danach Geburtstag. Also zumindest Raphael hat Geburtstag. Raya hat noch ein paar Tage. Es kommt natürlich dann jetzt darauf an, mit wem wir weiterspielen. Ob das jetzt der letzte Part ist oder der vorletzte. Ich würde sagen, wenn wir Raphaels Geburtstag gefeiert haben, werden wir das Ganze dann erraten, I guess. Erraten vor allem. Oh, was ist denn heute schon wieder mit mir los? Ihr wisst, was ich meine. Um 18 Uhr beginnt unsere Party. Och, sie möchte Freunde werden mit Rocky. Süß, mit unserer Mitbewohnerin. Lieben wir. Marlin möchte schon... Nee, ich dachte, sie möchte rüberkommen. Nee, du kommst doch nachher zu uns. Das heißt aber auch, dass wir heute dann auf jeden Fall auch für die beiden auf jeden Fall ein Umstyling machen. Ich bin schon ready dafür. Wir können jetzt keine Verabredung haben. Ja, ja, beginnt in einer Stunde. Ich weiß. Vielleicht kann Raphael dann ja auch den Kuchen vorbereiten. Weil sowohl Faith als auch Marley hassen ja zu kochen. Also wäre das ja nur ein Traum. Wenn das dann vielleicht eines der Kinder übernehmen könnte. Welcome back. Scheiße, geht's euch schlecht? Das ist natürlich doof. Ihr geht's ein bisschen besser. Vielleicht kann sie auch den Kuchen machen. Wie wär's mit einem Hamburgerkuchen? Wie, du hast keinen Platz? Du kleine Lügerich. Let's go. Sie hat sich während dem Kochen umgezogen. Slay. Du und Marley seid einfach zuckersüß. Ich dachte, du solltest du wissen. Süß. Raya ist auch einfach ein Slay, ne? Ich lieb sie so. Hallo, Marlin. Oh, irgendwas clasht aber. Naja. Dinge passieren. Ich weiß, dass Faith Geburtstag hat. Mach schnell Kerzen drauf. Das soll keiner essen. Niemand. Ich hatte schon wieder Panik. So, und du kommst hier hin. Es wird jetzt nämlich Party gefeiert. Wer ist Itzel? Dann kommen sie mal. Könntest du vielleicht hier bleiben? Danke. In den Sportsachen? Hm, weiß ich jetzt nicht. Mach dich vielleicht doch nochmal hübsch. Ach, süß. Ja. Mauselig, sage ich dazu nur. Ich bin gar nicht bereit, dass sie eine Omi wird. Warum hat sie sich jetzt zur anderen Seite? Egal. Das kann sie dann wahrscheinlich nicht mehr tragen als Omi, aber trotzdem. Oh mein Gott, girl. I can't. I can't. Und wir müssen ihr vielleicht endlich mal die Zahnspangere wegnehmen. Als Oma ist vorbei damit. Ich bin nicht bereit. Nee, süß. Ich habe das erst einmal bekommen. Das ist gar kein deutscher Satz, oder? Faith hat ihre goldenen Jahre erreicht und einige Geschichten über ihre Lebensreise zu erzählen. Was? Könnte dieser Sim weise sein? Ja! Bitte. Oh mein Gott, ist das schön. Ach, toll. Aber wir wollten Vadim noch einladen, ne? Weil der ja nicht dabei war. Weil dann können die Kids den auch noch kennenlernen. Denn ich habe dem ein kleines Umstyling auch gegeben. Richtig und wichtig, weil er gehört zur Familie. Da ist er. Guckt ihn euch an, den Süßen. Warum chillt ihr eigentlich alle hier oben? Frage für mich. Ich lieb's auch, dass er mit seinen Slippern jetzt hier hingekommen ist. Das ist ganz wichtig. Alle sind so richtig partymäßig angezogen und er denkt sich so, die Adiletten, die sind's. Genau, lernt euch mal ein bisschen kennen. Marley, stop! Und sie gamet auch erstmal, ne? Also es ist auch einfach eine Mut. Ich werde die beiden aber gemeinsam umstylen. Das heißt, wir machen morgen dann noch den Geburtstag und dann werde ich die beiden umstylen. Gleichzeitig, weil sonst ist das irgendwie ein bisschen unnötig. Gute Nacht! Das ist ihre Geburtstagsfeier und sie so... Ich gehe schlafen. Es ist ein Traum. Willst du auch schon schlafen gehen? Och, boy. Kannst du nicht vielleicht mit deiner Tante noch ein bisschen reden? Vielleicht machen wir mal eine Gruppe mit allen. Nein, es passen nicht alle rein. Sorry, Vadim. Axolotl suchen, züchten oder freilassen. Süß. So, Family. Lass uns das nehmen. Du wünschst dir Zwillinge oder Drillinge? Chinolit kann dir helfen. Ich wünsche mir gar nichts, Bruder. Ja, wir beenden einfach die Feier. Wenn jetzt eh schon alle schlafen wollen. Guten Morgen, Welt. Vielleicht machst du mal Frühstück? Die anderen werden sich freuen. Brandheiße Erinnerung. Ja klar, hier war kürzlich ein Feuer. Aber es wird hier in nächster Zeit keines sein. Bitte helfen Sie mir. Ehrlich gesagt, könntest du direkt in Rente gehen, oder? Oder bist du hier kurz vor der Beförderung? Ah, eigentlich schon. Vielleicht sollten wir die Beförderung noch abwarten. Komm, zieh durch. Das Level schaffst du. Weil dann kriegen wir mehr Rente. Ja!
Renn! Außerdem müssen wir klären, was wir heute tun, denn das ist die 44. Kauf eine Eismaschine und gönn dir direkt eins. Wir haben schon eine Eismaschine, wir müssen sie aber ersetzen. Gut, dann können wir trotzdem ein Eis herstellen. Können wir machen Zitroneneis. Und wir sollten den Boden hier vielleicht mal putzen. Der Lehrer muss schnell weg, um wichtige Medikamente einzunehmen. Daher bittet er die Klasse, sich ruhig zu verhalten und die von ihm aufgetragenen Aufgaben zu erledigen. Soll Raya gehorchen oder andere Hausaufgaben machen, solange sie die Gelegenheit dazu hat. Ich glaube, Raya wäre schon so, dass sie die aufgetragenen Sachen machen würde. Leistungsverbesserung klein, yay. Ach, die macht das schon sauber. Slay. Schwere Aufgabe erteilen, jawoll. Wenn da die Beförderung nicht kommt, ne? Schummeln beim Test, Raphael schummelt. Der Test gilt als nicht bestanden. Das finde ich sonst nicht in Ordnung. Also, wir wählen natürlich die Garnitur. Streuselstäbchen. Und als Topping, Schlagsahne? Nimm dir mal ein Hörnchen. Wild. Wieso haben wir jetzt schon wieder noch 41 Simoleons? Mann. Dachte, wir hätten endlich mal Happy Family hier. Wir müssen wohl noch hustlen heute. Aber ich glaube, Marley würde jetzt nicht nochmal irgendwie eine Party oder so schmeißen. Ich glaube, das wäre dann eher so ein Ding von, hey, lass das mal so im kleinen Kreis nochmal so feiern. Wir können ja unser kleines Schaf für Simoleons scheren, ne? Immerhin 60. Haben und nicht haben. Ich möchte nicht wieder in der Gammelbude leben, Leute. Nee, du gehst jetzt auch keinen Solo-Auftritt machen. Du kannst gerne joggen oder so. Aber ich möchte dich jetzt nicht als Cheerleader sehen. Dafür bist du vielleicht dann doch noch ein bisschen zu alt. Schon, meine ich. Sie so, hallo, ich habe jetzt einfach alles von dir abgezogen, was du besitzt. Was soll die Scheiße? Ups. Ach, süß. Unsere Mitbewohnerin hat sich hier zwei Kameras und hier so eine Statue hingestellt. Süß. Ein bisschen persönlicher und so. Oh, sie kommt auch sehr stinkig nach Hause. Der Job ist, glaube ich, hart. Kannst du vielleicht für deinen Dad nochmal einen Kuchen machen? Ach, wir haben kein Geld. Das ist so traurig. Die Zitronen retten uns kurz. Eine Schokotorte, oder? Raphael geht jetzt nochmal zu seinem Treffen. Aber dann haben wir wenigstens den Kuchen fertig. Warum funktioniert das immer erstmal nicht? Das ist nicht in Ordnung. Wir nehmen das, wo wir mehr Geld kriegen. Hier, Verwalterin. Weil dann kriegen wir auch mehr Rente. 1000 Simoleons! Piu, 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 piu. Alles gut, Leute. Kein Stress. Dann würde ich jetzt noch auf Raphael warten und dann können wir gemeinsam hier Party feiern. Meinetwegen darfst du zocken mögen. Hey, wie geht's, Sis? Willst du mein neues Simstagram-Meme sehen? Ich finde es total witzig. Was meinst du? Lol, genial, schreiben wir natürlich. Weil die sind Zwillinge, die fühlen sich einfach aneinander. Klingt falsch. Stopp. Stopp. Kommen sie runter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Entschuldigung. Oh, mein Gott, so alt. Er denkt auch direkt an Medikamente. Er so, ich schaff das hier sonst alles nicht mehr. Ich würde sagen, dann müssen wir wohl jetzt mal ins Umstyling reinstarten. Ich bin sehr gespannt. Ah. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So, das war's dann soweit. Wie gesagt, ich habe versucht, wieder das Ganze so ein bisschen beizubehalten, aber trotzdem, ja, das eben altersangemessen, sag ich mal. Ich habe ihr das Outfit mal gelassen, auch wenn ich ja wahrscheinlich mit denen nicht mehr nach Salvadorada gehen werde, aber ich kann mich einfach nicht davon trennen. So, dann haben wir hier ein neues Alltagsoutfit, ne? Also, wie gesagt, ein paar Sachen, die waren halt einfach zu jung. Das hier habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe hier versucht, nochmal so ein bisschen diese Spielerische, was sie ja immer hatte, mit einzubauen. Und außerdem hat sie jetzt neben der neuen Frisur auch eine neue Brille. Dachte, es wird langsam Zeit. Und ich denke gerade an die Zähne. So, die Zahnspange kann sie jetzt endlich mal rausnehmen. Ausgekleidung habe ich so gelassen, weil wir die wahrscheinlich eh nicht brauchen. Ich habe nur die Schuhe geändert. Sportkleidung habe ich ihr ein neues T-Shirt gegeben. Nachtwäsche habe ich geändert. Dann habe ich ihr hier dieses wunderschöne Outfit gegeben. Das ist halt immer noch komplett Faith-like. Aber halt eben, dass sie ein bisschen gealtert ist, ne? Ich habe ihr einen neuen Badeanzug gegeben. Heißwetter-Outfit, also das ging auf jeden Fall auch nicht mehr so ganz als Omi durch. Deswegen habe ich ihr jetzt einfach so ein schönes Kleidchen gegeben. Und zur Kaltwetter-Outfit, das ist auch komplett Faith-like, finde ich. Also auch von den Farben und so her. Nur eben jetzt einfach ein bisschen älter geworden. Was soll ich sagen? Marley habe ich jetzt auch mal das Make-up weggenommen, weil ich glaube, es ist jetzt so der Punkt, wo er sich da vielleicht auch einfach nicht mehr so viel draus macht. Sein Alltagsoutfit, ne, ist jetzt einfach auch richtig dead. Das hat auch richtig Dad-Vibes irgendwie, aber auch so Grandpa-Vibes. Das Outfit fand ich noch sehr passend. Ankleidung habe ich so gelassen. Hier habe ich das T-Shirt geändert. Seine Schlafkleidung habe ich mal geändert, weil ich konnte die auch nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Seine Partykleidung fand ich auch noch sehr passend, auch genauso bei der Badekleidung. Heißwetter-Outfit habe ich ein bisschen mehr abgeändert. Sieht jetzt nicht mehr so jugendlich aus, so komplett. Und hier hat er so diese ganz klassische Opa-Cap auf. Ich lieb's. Es ist einfach schön. Aber es macht mich auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt alt sind, weil das heißt, bald müssen sie dann von uns gehen und ich möchte das nicht. Oh, sieht sie süß aus, ne? Oh mein Gott. Sie ist auch einfach so eine Omi. Aber halt so eine richtig süße Omi. Lebenserfahrung teilen. Süß. Marlin hat einen Hund adoptiert. Süß. Wir gehen jetzt als Family dahin. Oh, guck mal. Es wird auch direkt als Versammlung angezeigt. Perfekt. Cosrow. Wir haben aber seine Urne. Das ist eigentlich gut. Hi, Girl. Wenn wir genug Punkte haben, dann können wir ja Vadim auch einladen. Wie viel brauchen wir? 250, das geht ja sogar noch. Süß. Vor allem, man sieht halt voll, dass die alle aus einer Familie sind, ne? Und ich lieb's halt einfach so. Oh, Frankie. Hallo. Och, bist du süß. Natürlich brennt es. Wir haben alle Angst vor Feuer. Könnte, ich wollte gerade sagen, kann mal jemand Marlin löschen? Also, ich hasse es ja manchmal. Gut, ne? Also, toll. Wieso ist Destiny noch nicht älter geworden? Ach, weil sie zwei Kinder hat. Hab ich vergessen. Okay, wir haben genug Punkte. Yay! Da ist er. Vadim, ja! Oh nein. Wer hat sich eingepinkelt? Oh, Marley. Wir gehen lieber. Aloysia ist tot. Aber es bleibt leider nicht aus, ne? Wir werden jetzt alle alt. Die nächste Generation verstirbt. Auf zur Schule. Destiny, wenn du noch irgendwie mit wem was haben willst, viel Spaß, ne? Es ist noch nicht vorbei. Während einer kurzen Pause entdeckt Raya ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll sie es in ihrem Spind einschließen oder es direkt dem Direktor sagen? Wir sichern es. Leistungsverschlechterung. Mist. Okay, und was machen wir heute noch? 21. Gründe einen Club. Haben wir jetzt gestern schon gemacht. Ganz ehrlich, ich mache jetzt keinen neuen Club. So, während die beiden jetzt noch in der Schule sind, würde ich sagen, losen wir da mal eben noch aus, mit wem wir jetzt weiterspielen werden. Ich shuffle das jetzt nochmal ein bisschen, einfach damit mir nicht irgendwie gesagt werden könnte, dass es in irgendeiner Form rigged ist oder keine Ahnung. Und jetzt drehen wir. Okay, ich bin unfassbar gespannt, ne? Bitte, 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 beide, bitte. Yo! Oh mein Gott! Ich finde das gerade so schön, weil ich wollte ja unbedingt mit beiden spielen. Das ist super schön. Wenn wir so dabei sind, können wir das hier ja auch schon klären. Und zwar, es ist die 1. Oh, wir sollen schon wieder im Hotel Mama bleiben. Ich will aber hier nicht mehr wohnen. Naja, so ist es dann halt. Aber das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Geld, um irgendwie was Neues zu bauen. Es ist wild.
Also ich muss wirklich sagen, irgendwann müssen wir hier ausziehen. Ich kann nicht mehr. Aber das Schicksal hat entschieden. Dann lass uns unser Girl doch mal hier weiter Artefakte identifizieren. Damals ging die Post ab. Ich kann nicht mehr. Ethan hat ein Geschenk für uns. Und ist halbnackt. Ja, let's go. Ein All Gabby. Cool. Kannst du noch mehr machen? Soll Raphael die Klassenkameradin Max zu sich einladen? Ja, gerne. Ich würde auch sagen, dass er noch Riley einruft. Einruft. Können wir ihn ja nochmal anflirten. Ja, da ist er, der Crush. Da ist er. Ja, Meinung äußern, da sehe ich Raya. Oh, ist aber schlecht. Wieso? Angespannt? Nein. Finde ich nicht okay. Ja, erst wenn du ein Stück gewachsen bist. So, und jetzt Happy Birthday, komm. Kommen sie ran. Kommen sie ran. Erstmal umziehen und gehen. Okay, er bleibt natürlich bei seinem herrlich Reich. Und jetzt fehlt noch sein letztes Merkmal. Und dieses ist... Bifras. Natürlich. Yay, Abschluss. Und ich würde sagen, er nimmt auch direkt seine Karriere an. Denn sein Plan ist ja, Arzt zu werden. Was ich sehr cool finde, weil ich die Karriere schon sehr lange nicht gespielt habe. Aber wir werden jetzt nicht jede Folge dann mit ihm in diese Karriere gehen. Aber ab und zu könnte das ganz lustig sein. Let's go! Er hat eh erstmal die nächsten 2 Tage frei. Läuft bei ihm. Und wir entfernen mal kurz wieder die Akne. Weil die sonst für immer bleibt. Es ist so krass. Ich würde an der Stelle dann auch den Part beenden, tatsächlich. Ich würde, glaube ich, erstmal mit dem Haus weiterspielen und dann erst das Haus neu bauen, wenn Faith und Marley tatsächlich dann nicht mehr bei uns sind. Also, dass wir einfach eben noch einen Moment abwarten. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist. Also, ihr könnt mir gerne eure Meinung schreiben, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir in ein neues Haus ziehen oder keine Ahnung. Dann können wir das natürlich auch gerne machen. Aber das ist jetzt meine Idee einfach nur. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, dass wir mit Raphael und Raya weiterspielen. Das ist so, so schön, weil ich habe mir das so sehr gewünscht einfach. Weil ich finde beide super cool vom Charakter her. Und so mit Bruder und Schwester weiterspielen habe ich jetzt bisher auch so gut wie gar nicht gemacht. Deswegen ist es einfach sehr aufregend. Ich hoffe, dass ihr genauso empfindet. Denn beim nächsten Mal startet Generation 5. Es wird großartig, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!